Ein Scheißdreck ist das. Echt, das ist scheiße. Okay, tschüss. Was geht, Leute? Hier ist Malte von FIFA Germany und damit herzlich willkommen hier und heute zu einem neuen Video vom Gefängnis in FIFA 18. Heute das Thema, ein richtig krasses Thema, worüber ich auch irgendwie Schwierigkeiten habe zu berichten. Da ist einfach, ja, es ist ein komplexes Thema, darüber kann man keine Witze machen, es ist ziemlich ernst. Aber wir gehen das jetzt mal zusammen an. Wenn es dir gefällt, Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein. Let's go! Ja, Leute, der Titel lügt nicht. Es gibt tatsächlich in FIFA 18 einen Spieler, der schon mal im Gefängnis war. Natürlich gibt es auch noch andere Profifußballer bzw. Sportler oder Stars, die selbst schon mal im Gefängnis waren. Als Beispiel nehme ich jetzt mal Breno oder Uli Hoeneß. Das habt ihr sicherlich, denke ich, alles klar, EA. Allerdings möchte ich heute gar nicht um Uli Hoeneß oder Breno reden, denn heute geht es um Daniel Keita-Brühl oder Bruel, denn der Stürmer von Fortuna Köln hatte eine ziemlich schlimme Vergangenheit. Nach einem Raubüberfall 2011 mit 7 Komplizen musste der 27-Jährige für 3 Jahre ins Gefängnis. Angekommen im Gefängnis wurde er direkt in den Hochsicherheitstrakt der JVA Wuppertal gesteckt bzw. inhaftiert. Und ich finde das alleine schon die grausamste Vorstellung in meinem Leben, selbst einmal ins Gefängnis zu gehen, beziehungsweise auch Freunde ins Gefängnis gehen zu sehen, sozusagen. Es ist einfach nur grauenhaft und das wünscht man echt wirklich nur den schlimmsten Leuten auf dieser Welt. Aber leider passiert es dann auch solchen, beziehungsweise gar nicht mal leider, er hat's verdient. Ich bin kein Richter oder Staatsanwalt, aber trotzdem finde ich, das ist Gerechtigkeit, das ist unser deutsches Rechtssystem und daran sollten wir uns auf jeden Fall halten. Allerdings hat diese Story natürlich auch positive Seiten. Ja, Leute, ich muss einmal kurz dazwischen funken. Ja, was jetzt passiert oder was ihr jetzt in diesem Video sehen werdet, ist mir wirklich leider passiert. Es ist passiert, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich fand es im Endeffekt jetzt doch ziemlich lustig, wie ich mich einfach darüber aufrege. Ich möchte euch das jetzt nicht vorenthalten, also genießt jetzt einfach mal Malte in Action, Malte in Rage und lacht einfach drüber, nehmt das mit Humor. Wir machen gleich natürlich auch weiter mit dem Video, mit den Fakten, aber hier seht ihr mal, wie ich mich über, ja, EA-Server aufrege. Viel Spaß! Und zu diesen positiven Seiten kommen wir jetzt, denn es ging langsam bergauf. Seine Freunde und Familie gaben ihn Halt und EA, jetzt mach doch endlich mal, ich will jetzt in mein Team rein. Okay, sorry, ich schweife schon wieder vom Thema ab, aber es geht irgendwie nicht. Ich wollte euch den Spieler gleich noch in Ultimate Team zeigen, ich hoffe, das funktioniert bis dahin. Der reinste Drecksland. Pff, warum spiele ich dieses Spiel eigentlich? Das ist der reinste Dreck, es geht nichts. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich komme nicht mal in die Server rein. Das passiert mir jetzt schon seit 2 Wochen. Willst du hier ein Video aufnehmen und es geht nichts? Warum? Ein Scheißdreck ist das. Echt, das ist scheiße. Nee, es geht wieder gar nichts. Nimmst du einmal was auf, nichts funktioniert wieder. Meine Güte, ey. Warum funktioniert sowas jetzt nicht? Nein, darüber. So, EA, Grüße gehen auf jeden Fall raus an eure Super-Server. Die regen mich schon seit 2-3 Wochen auf. Ich werde aus allen Food-Drafts geworfen und so weiter. Leute, es tut mir leid. Ihr müsst mich so nie wieder erleben. Ich möchte euch das aber nicht vorenthalten, dass es bei mir auch mal so ist. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt einfach hier ein Bild von seiner FIFA-Karte ein. Ist auf jeden Fall für eine Bronzekarte ganz solide. 1,85. Groß, hat gute Werte für eine Bronzekarte. Kann man auf jeden Fall mal testen, falls es einen interessiert, mal mit einem Knasti, Entschuldigung für den Ausdruck, zu spielen. Wir sind aber stehen geblieben bei den positiven Geschehnissen in dieser Story von Daniel Keita-Brühl oder Ruel. Wegen guter Führung wurde er dann nach Düsseldorf verlegt. Dort erhielt er dann auch Hafterleichterung, konnte seinem Hobby oder beziehungsweise seiner großen Leidenschaft, dem Sport beziehungsweise Fußball, wieder nachgehen. Er wurde dann Zeugwart und schaffte letztendlich wieder den Sprung in den Profifußball. Und dafür auf jeden Fall mega großen Respekt, dass er es geschafft hat. Ich finde das einfach nur krass und deswegen auch dieser Titel vom Knast zum Profifußballer oder in FIFA oder zu FIFA. Also ganz große Klasse. Respekt geht auf jeden Fall raus an den Daniel. Wenn ihr es auch so findet, dann auf jeden Fall Daumen nach oben. Er hat seine Zeit abgesessen, er hat aus seinen Fehlern gelernt, das sagt er auch selber. Ich werde euch den Artikel auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung packen, ist mega interessant. Lest euch das auf jeden Fall mal durch
Und ich würde sagen, Leute, ich wollte jetzt eigentlich noch ein Spiel damit machen, aber Grüße gehen natürlich wieder raus an EA, die einfach mal wieder gar nichts mit den Servern hinkriegen. Es tut mir leid, ich muss es sagen, wie es ist. Es ist scheiße. Aber Leute, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Ihr gebt jetzt einfach einen Daumen nach oben und dann beenden wir das Video. Also, das war's. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. EA, ach klar, die Server sind wieder komplett down oder was?